Es ist Samstagabend, mitten in der Nacht, alles schläft. Nur ich zocke NES. Ich zocke sie alle von A bis Z. Und heute ist dran der Black Bass USA. Also ein Fisch-Simulator, also ein Fishing-Simulator. Mal schauen. Eigentlich optimal für einen späten Samstagabend. Eine Runde fischen gehen. Gut, meinen Namen eintragen mache ich doch glatt. Okay, jetzt habe ich halt nur ein R eingegeben. Mal, was soll's? möchte ich. Ich bin ein Beginner. Damit kann ich leben. Viel Glück, danke. Werde ich brauchen. Ja, Sound ist jetzt ein bisschen. Ah, ja. Ich glaube, den werde ich gleich ein bisschen leiser drehen müssen. Sonst sprengt es mir doch das Trommelfell. Ah, ich kann mir einen Angelplatz aussuchen. Okay. Vielleicht da ist, vielleicht genau da in der Bucht, da vielleicht eh gut, oder? 6 Uhr in der Früh. Okay, jetzt kann ich hier ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts zählen. Weiß nicht, was das bringen soll. Ich hau einfach mal raus da. Aha. Und hau volle Kanne, fast volle Kanne. Aha, bis zum Ufer fast, okay. Ja, jetzt gilt es natürlich rauszufinden, was ich hier eigentlich drücken muss. Hab doch, ich habe ja keinen Schimmer. Muss ich jetzt einfach nur warten oder muss ich jetzt irgendwas machen? Das könnte vielleicht das langweiligste Let's Play ever werden. Ja, mal schauen. Ist das so ein Blinker, den ich einrollen muss, damit wer anbeißt vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, das scheint mir ein Blinker zu sein, oder? Haken und vorne was dran. Und auf dem Haken befindet sich kein Wurm. Muss also ein Blinker sein? Bisschen eine Ahnung habe ich vom Fischen. Hab ab und zu meinen Vater beim Fischen begleitet. Eher selten. Da war mir einfach ein bisschen zu langweilig. Mal. Wer geht fischen, wenn er einen Super Nintendo zu Hause hat? Mal ehrlich. Da gewinnt der Super Nintendo. Frosch. Ich nehme Frosch. Frosch. Ende. Nein. Ich will fischen. Ja, geht schon. Move. Schauen wir mal ein bisschen woanders hin. Vielleicht da schaut es ganz gut aus. Volle Kanne. Und rein damit. Na, schauen wir mal. Und beißt halt was. Also ich habe Angeln sehr gern gespielt, da am Game Boy, da konnte man angeln bei Zelda. Bei Zelda, Link's Awakening, da konnte man angeln. Das habe ich eigentlich sehr gern gemacht. Da habe ich immer schön gegrindet. Wenn ich, meistens wenn ich nicht weitergekommen bin. Eine Komplettauflösung hatte ich natürlich nicht. Okay, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir das nächste. Viel Glück, danke. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, das brauche ich immer ein bisschen Leute nach links auswerfen mal, ne? So, dann.
Also, wenn ihr wisst, was ich falsch mache, warum bei mir keiner beißt, dann... Ich halte euch nicht auf, haut mir in die Kommentare rein, was ich hier falsch mache. Ich warte jetzt einfach mal schon ein bisschen und erzähl mal was über die NES-Spiele, die ich in letzter Zeit so gezockt habe. Und das waren ja nicht allzu wenige. Ich habe gezockt... Was habe ich denn zuletzt Gutes gezockt? Ja, frag mich hier, was ich letztes Schlechtes gezockt habe, weil es waren ein paar verdammt schlechte NES-Games dabei. Also das Schlechteste bisher war eindeutig Bill und Ted's super awesomes Videogame oder so. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also dieses Bill und Ted-Spiel. Das war eigentlich kaum spielbar. Es war wirklich... Man fragt sich echt, was sich die Spieldesigner bei diesem Bill und Ted-Spiel am NES gedacht haben. Das war richtig, richtig mies. Diese Telefonszene, wo man den Weg finden muss durch dieses Telefonkabel oder was auch immer das sein soll, oder durch die Zeit. Und was einfach nichts und nichts schafft und in Wirklichkeit einfach gar nichts drücken muss, damit es weitergeht. Einfach so total verblödet, wirklich. Ja. Gut, zurück zum Fischen. Hier beißt nichts. Ja, so wie es bei mir früher beim Fischen auch immer war, warum ich auch dann später nie fischen gegangen bin, es beißt einfach nichts. Gut. Nur ein Plastikwurm. Ah, ich habe keinen Plastikwurm. Wieso habe ich keinen Plastik? Ja, da kann ich verschiedene Farben auch auswählen. Ach so, naja, ist ja klar, dass ich nichts fange. Ich brauche natürlich einen Rosenfrosch, Leute. Wie soll da irgendwas gehen ohne rosa Frosch? Möglich eigentlich. Ich rede nur irgendwas. Schauen wir mal, was passiert. Ja, viel Glück. Danke. Rein damit mit dir, Frosch. So, da muss ich dann so links und rechts ziehen. Vielleicht lockt das die Fische an mich an. Es ist auf jeden Fall ein sehr entspannendes Spiel. Das kann ich schon mal sagen. Grafik ist okay. Bisschen mehr Anleitung. Aber Anleitung gab es ja für dieses NES-Games nicht. Die lag ja in der Verpackung bei. Deswegen gab es keine In-Game-Anleitungen. Das hat man damals eigentlich kaum gemacht. Das einzige NES-Game, wo ich das eigentlich gesehen habe mit diesen In-Game-Anleitungen, war bei Lolo 3. Da haben sie es nämlich im ersten und zweiten Teil nicht so erklärt. Und im dritten Teil, wo eigentlich schon jeder wusste, worum es geht, da haben sie sich dann mal gedacht, hey, warum machen wir da nicht einfach mal eine Anleitung dazu, sonst eine kleine Einführung. Also das wäre jetzt das erste NES-Game, was mir einfällt mit Anleitung, das ich gespielt habe. Oder zumindest mit Einführung. Ja, wenn euch irgendwelche Spiele mit Einführung einfallen, wo es wirklich so ein Tutorial gibt, wie es jetzt neuerdings modern ist, also neuerdings in den letzten 10 Jahren, dann schreibt es mal in die Kommentare, wo wurde das am NES noch gemacht? Mir fällt nämlich so kaum was ein, jetzt außer Lolo 3. Oder was, Lolo 4? Egal. Hier beißt auf jeden Fall nichts, Leute. Also, es ist ein Jammer. Warum beißt hier nichts? Was muss ich tun, damit hier was beißt? Muss ich einfach länger nichts tun, oder? Ich schau mal woanders hin. Da ins tiefe Gewässer, oder? Was soll passieren? Mehr als noch weniger beißen, also noch weniger beißen kann ja quasi nicht. Und rein mit dir, Froschi. So. Sie fragen, muss ich jetzt was machen oder ist nicht rechts, wenn ich jetzt einfach nur so warte, bis irgendwas passiert? Es passiert ja so einfach gar nichts einfach so. Könnte man die Funktion austesten. Was macht Select? Select macht nichts. Was macht Start? Es gibt nicht mal eine Pausenfunktion. Ah, nicht schlecht. Naja. Bei Fischen gibt es keine Pause.
gefischt wird durchgehend. Da gibt's kein Chillen. Oh Mann. Boah, das ist eine tolle Folge. Das ist eine wirklich richtig gute Folge, glaube ich. Bin gespannt, wie viele Leute mir beim Fischen zuschauen. Beim Fischen und nichts fangen vor allem. Ich hol das jetzt rein, das ist mir zu doof. Mache ich irgendwas grundlegend falsch, dass gar nichts passt? Ich meine, ich weiß, das ist schon ein Simulator, aber ist die Simulation das, dass man eigentlich nichts fängt, so wie in echt? Scheint so. Okay. Ja, ich fahre, wo fahren wir denn dahinter? Da zu der Insel dort, zwischen die Inseln da, das schaut gut aus. Aha, okay, das schaut schon ganz anders aus. Na, beim Einwerfen bin ich ja ganz gut. Bist du narrisch, wie weit habe ich denn da geworfen? Ist ja unfassbar. Häng ich fest jetzt, oder was? Ich glaube, ich hänge fest. Das ist das Spannendste, was bis jetzt passiert ist. Ich hänge im Schild fest. Ja, was mache ich denn da? Ich drück einfach alles mal gescheit durch. Ah, super. Ich glaube, ich gecheckt, dass ich festhänge. Ich mache das aber gleich nochmal. Na, ich versuche das nochmal. Das ist ja eher mehr Glück, das Einwerfen hier. So wie ich das sehe. Sehr gut. Der Fisch. Der Köder ist ausgefahren. Wo ist der Fisch? Der Fisch fehlt noch. Ja. Gut, 10 Minuten sind um. 12 Minuten sind um. 12 Minuten NES-Fischen gespielt und nichts gefangen. Reife Leistung. Und was hast du heute Abend so gemacht? Und was hast du gestern Abend so gemacht? Fettparty oder was? Nein, ich war am NES fischen und habe keinen Fisch gefangen. Das ist warm. Ich mache irgendwas falsch, ich sag's euch. Wahrscheinlich hätte ich immer noch einen Köder dranhängen müssen oder so. Kann man das in echt auch so gut steuern mit der Angel, in welche Richtung der gleiten soll? Bezweifle das ein bisschen. Der beißt ja überhaupt nichts. Alter, komm. Der beißt null. Ich probier's da noch einmal mit einem Frosch. Ich kann mir vorstellen, ich spiele auf leicht. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich spiele eigentlich auf leicht. Was soll das? Dass man auf leicht nach 10 Minuten keinen Fisch fängt? Das kann ja nicht deren Ernst sein, oder? Komm, Fischi, 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 Fischi. Gibt es eigentlich viele Let's Plays von Fischerspielen, ich meine auch so von modernen. Gibt es Leute, die sich sowas reinziehen? Kannst du mir irgendwie nicht vorstellen, also. Vielleicht auch zum Einschlafen, vielleicht. Ja, aber dann quatscht dieser Let's Play auch noch die ganze Zeit, obwohl man eigentlich schlafen will. Ist wahrscheinlich auch nicht so praktisch. Na, ich finde, ich fische da nichts. Das wird nichts. Ja, ich stoppe hier. Ja, was ist der Tagesrekord? Nix. Super. Totaler Rekord. Ah, nix. Ich weiß nicht. Go back to home. Ist jetzt doch irgendein Menü verpasst oder so? Ich schau mir das noch an. Check das noch voll aus, das Spiel. Ah, war mein Name, ja.
Ich habe als Beginner gesagt, spiele ich mal als Pro-Gamer. Ah, ja, der ist inkorrekt. Ah, da brauche ich erst irgendeinen Code, damit ich da als Profischer fischen kann, oder was? Okay, dann möchte ich hier raus gerne. Der Code ist nicht korrekt. Ja, dann lass mich bitte raus. Du lässt mich nicht raus. Oh. Reicht. Jetzt reicht's. Gut. Ihr seht, ich bin vollkommen entspannt vom Fischen. Ja, das war's für mich. Das war's nicht für mich heute hier mit, sondern gleich noch ein Let's Play auf. Was soll's? Das Fischen war irgendwie nicht sehr befriedigend, was soll ich auch sagen. Gut, danke Leute. Schreibt mir in den Kommentaren, wie man einen Fisch fängt. Ansonsten lasst mir ein Like da, damit ich wenigstens irgendwas gefangen habe, nämlich euren Like. Und ansonsten da unten abonnieren und da auf der rechten Seite, dass ich noch die richtige Seite anzeige, gibt es jede Menge NES-Games, die ich bereits gezockt habe. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.